Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls. Wie ihr gerade sehen könnt, schaut mal, haben sich zwei nette Leute hier bei uns verirrt. Einmal die süße Ritterin und der taubstumme Kellner hier. Und wir werden die zweimal anquatschen. Mal schauen, was sie uns zu sagen haben. Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Klasse. Super. Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal Valley. The pilgrim told me that the city and so becomes up. Mensch, der ist immer noch so gesprächig wie damals. Wahnsinn. Wahnsinn, der haut Sprüche raus. Der traut sich was. So. Aha, so. Ja, ich bin auf Seelen gestoßen. So, jetzt gibt's nämlich zwei neue Sachen wieder für mich. Haha. Nämlich die Seele des Kristallweisers. Nee, Quatsch. Seele Diakone des Abgrunds. Ach so, so hieß der Boss auch. Diakone des Abgrunds. Gut, jetzt wissen wir das schon mal, wie der Boss wenigstens noch hieß. Diakone des Abgrunds. Seele eines der... Nein, nein. Wo habe ich das für ausgegeben? Ach nee, noch gar nicht. Okay, ganz ruhig. Okay, also ich kann mir entweder... ja. Feuert einen dunklen Seelensediment ab. Aha. Oder ich nehme das Schwert. Ja. Wird mir wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen, was ich davon wohl nehmen werde, wa? Werde ich aber nicht. Was? Davon brauche ich 12 Glaube? Krasser Typ. Nee, doch, Glaube. 12 Glaube, Alter. Da viermal ausrüsten. Krasse Scheiße. Und kostet sogar 0, das ist Wahnsinn. Aber bevor ich das da nehme, das bringt mir nämlich gar nichts. Nehme ich lieber das Schwert, einfach weil es mir besser gefällt. Aber da kann ich ja noch warten. Wir haben jetzt noch, Angriffskraft, Füße. Boah, die Axt ist ja geil, Alter. Die Axt ist ja geil. Was ist denn da? Dämonenfaust. Mit Feuerschaden. Und da brauche ich nur eins mehr. Krass. Da brauche ich, ach du Scheiße, 12, 12, 28. Tschech, wenn ich mir die leisten kann, hau rein, Alter. Okay, dann wissen wir aber schon mal Bescheid, was es da Schönes gibt. So, was hat der jetzt, hatte der Typ eigentlich da drüben noch irgendwas zu Kamellen? Nee, ne? Ja, der hat immer noch nichts zu erzählen, wahrscheinlich. Die habe ich da immer noch hingelegt und gut war. Gut, dann würde ich sagen, NPCs gibt es hier wahrscheinlich immer noch keine für mich, wa? Aber irgendwie eine neue Nachricht. Tod. Aha. Manche Sätze, die da gemacht worden sind, sind ja so unnötige Scheiße, ne? Gut, dann wollen wir einfach mal weitergehen und nicht lange trödeln, Leute. Wir schauen jetzt mal wegen der Puppe, ne? Wofür die auch immer... Keine Ahnung. Also, das Gebiet müssen wir immer noch durchforsten, ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, da sind wir ja noch lange nicht weg von... Wir sind ungefähr hier. Müssen also nochmal den Weg da zurück, also nochmal hier die Halbfeste durchsuchen, bis hierhin und dann geht's erst hier weiter. Da haben wir noch einiges zu tun. Da haben wir bis jetzt soweit alles geholt, bis auf bei den Riesen. Da sind ja noch ganz viele Gegenstände, die unten sind, genauso wie die Ritter möchte ich plätten, weil ich glaube, die geben richtig geiles Equipment einem ab. Dafür, wenn wir sie plätten, aber wir sind dazu zu schwach einfach. Ich will, wir sind auch jetzt hierfür noch zu schwach, aber ich will einfach mal nochmal schauen, wie es so läuft gegen ihn jetzt.
Natürlich ist die Puppe, wie gesagt, die Puppe wäre schon cool, wenn wir so passieren könnten. Die Frage ist, können wir passieren? Müssen wir jetzt mal schauen. So, die Sache ist aber, die ich mir gerade noch gestellt habe, ist, muss ich dafür bis hinten hin durchrennen wie ein Irrer? Oder kommt hier sowas wie, gib mir die Puppe ab und gut ist? Wenn es überhaupt. Warte, wie hieß die Puppe nochmal? Ach, kleine Puppe. Ich glaube, die andere hieß silberne Puppe, ne? Ich bin mir nicht sicher. Muss ich die Puppe jetzt einsetzen? Okay, rennen. Ja! Das war's, Leute. Wir brauchten die Puppe. Haha. Hätten wir nämlich von Anfang an, oder wären wir da mehr durch die Welt gestreift, dann hätten wir schon den Gegenstand schon eher gehabt, wisst ihr? Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt zurückgehe? Na, ich riskiere es lieber nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt in dem nächsten Gebiet. Natürlich werden wir hier jetzt noch mehr auf die Schnauze bekommen wie vorher. Denke ich mal, weil wir einfach viel zu schwach sind. Ich finde sehr schön, dieser kleine Eisstadt oder was das ist. Hat was. Macht was her. Okay. So weit, so ruhig alles. Ein Weg geht nur voran. Joggen und dann Durchbruch. Aber wahrscheinlich will er mir sagen, da könnte man rein theoretisch ab. Alter, wer ist denn der Kollege? Völlig egal. Einfach war. Oh. Sollen wir mal gucken? Komm, wir gucken mal. Spaß. Boah, da sind hier noch mehr. Kommen. So. Okay, so stark sind sogar. Jetzt pass auf. Von der einen Seite nicht öffnen. Ja, natürlich, war mir klar. Aber so stark waren die jetzt gar nicht. Aber die geben 1000, fast 1000 Seelen. Krass, Leute. Ja, das ist natürlich Link, wa? Oh ja. Ach, zwei! Ja, weil einer allein ist ja. Jetzt bin ich dran. Oh. Hier verbrauche ich ja am Anfang schon arm. Wir kriegen Eisschaden. Okay. Krass, ey. Ich verbrauche hier schon mehr von den Tränken am Anfang, bevor es losgeht. Ist das etwa Hinterteil? Umso Last mehr erscheinen, Sturzangriff hat. Was?
Aber ein Weg erstmal nur vorwärts durch. Das finde ich cool, weil. Boah, ich habe immer davor Schiss, ne? Eine Art hier sein Symbol hingehämmert. Wofür? So stark sind die aber jetzt nicht, hätte ich gesagt. Oh, krass, wovon, von wo kam der denn jetzt? Hä? Oh, was ist das denn für ein abgeranzter? Ja, ich muss mal. Kommt. Du müsste die doch auch töten dann. Nee, die kriegen keinen Schaden. Oh. So. Das sind irgendwie ziemlich viele. Unglaublich. Alter, was ist denn hier los jetzt? Ach nee, der ist ja von da. Och, ich bin ja so ein dummes Stück Scheiße. Ach krass, Leute. Ey, krass, wenn die Doofen prämiert werden, ne? Ey. So, ihr wisst ja mein Prinzip, wie das läuft. Wenn ich da sterbe, wo ich nicht hätte sterben sollen, werden wir jetzt einfach erstmal durchrennen, weil mich das schon wieder tierisch aufregt. Und bevor ich jetzt hier gleich wieder ausraste. Ja, auch wenn die zwei da hinter mir sind. Jo, ich glaube nicht. Boah, die hat gerade ihren Scheiß gemacht. So, weiter. Hier steht jetzt Pablo Picasso. Ich frag mich manchmal, wie die da treffen, ne? Hopp. Zack. So, Leute. Ganz ruhig bleiben. Ihr werdet ja voll nervös. Man bleibt doch einfach ruhig. Oh, scheiße, Mann. Von wo kommen die denn jetzt? Boah, ja, okay. Das ist eine ganz doofe Idee. Okay, das ist eine ganz doofe Idee. Okay, lauf. Oh, jetzt kann er nicht rennen mehr. Komm. Nicht einschlafen. Okay. Ey, ich weiß gar nicht, woher ich laufen soll. Das sieht mir nach einer guten Idee aus. Also einer halben guten Idee. Oh, krasser Typ. Lauf mal hier lang. Oh, jetzt habe ich mich in der. Nein! Okay, das ist jetzt schon wieder linkweise. So. Jetzt auch. Oh, krasser Typ. Ach, krasse Typen. Ach, guck mal, da oben ist ein Item. Okay, Leute, also wir wissen auf jeden Fall, diesen strong, ja. Und wenn ich gerade hochkomme bis oben hin, dann weiß ich, dass mich die schon da zerfetzen. Also, seid mir, glaube ich, nicht böse, wenn ich da jetzt nicht wirklich noch 100-mal versuche zu kämpfen, weil es bringt einfach wirklich sehr, sehr wenig. Ich komme nur schwer durch, liegt nicht am Skill, liegt einfach daran, dass ich keinen Schaden, nichts aushalte oder so. Und wie gesagt, das Gebiet ist für 55 gemacht. Oh, guck mal. Ist für 55 gemacht und ich komme dann mit knappen 38 hin. Das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Von daher, wir rennen jetzt hier trotzdem einfach nochmal über die Brücke, nur um zu gucken, ob der Typ jetzt auch da ist, hier der Hund. Ist er jetzt hinter uns? Nee.
Ist er vor uns? Ah, er ist ganz weg. Das war's für ihn. Okay, alles klar. Wir haben jetzt wir sind passiert und wir können jetzt also entweder besiegen oder ihr macht diese Puppen, ja? Also, wenn ihr das nicht wisst, wie, dann schaut einfach mal in mein letztes Video. Da habe ich dann den Boss besiegt, den ihr braucht, um hier einfach passieren zu können. Falls diese Leute auch das Problem hatten wie ich hier mit dem Vieh, was sie mit ihrem Level leider nicht geschafft haben, ne? Das kann es ja natürlich geben. Also wie gesagt, wir werden höchstwahrscheinlich wieder erstmal in das eine Gebiet gehen. Hierhin zum Kristallweiser. Und werden hier erstmal wirklich durchfarmen. Auch wenn es keinen Spaß macht, aber wir sind hier so stark und halten so viel aus, dass die uns erstmal wenig kümmern und wir sehr viel durchrennen können. Und noch ein paar Sachen halt so an Items bekommen können. Und dann werden wir uns hier mal drum kümmern. Und schauen mal, ob wir da irgendwie durchkommen. Und ansonsten geht es halt hier weiter und gucken mal, wo es da noch Wege hergibt. Und ansonsten versuchen wir unseren Glück hier weiter. Also es ist jetzt ganz, ganz einfach eigentlich gestrickt alles. Wie gesagt, los geht's. Wie viel haben wir denn? Haben wir jetzt 20 Minuten schon rum? Ich wollte ja die Aufnahmen generell kürzer machen, weil viele haben ja nicht so viel Zeit. Und dann immer in dem Video neu anzufangen, ist ja auch blöd, sag ich mal. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal hier hin kurz, schauen nochmal uns gerade eine Sekunde um. Und dann werde ich das Video heute beenden. Ich laufe nur mal kurz hier hoch, nur um was zu gucken. Quatsch, das war ja direkt der eine Weg da, ne? Genau. Das ist ja schon da Richtung dem neuen Gebiet. Das heißt, da müssen wir ja gar nicht mehr hin. Das heißt, wir müssen rein theoretisch den Weg wieder zurück. Ich gucke aber gerade mal, wir haben doch jetzt erstmal ein paar neue Sachen bekommen. Wir haben bekommen einen neuen Hut, ne? War das nicht der? Grabwächterkapuze, ja, das ist recht scheiße. Bringt einem wenig. Hier haben wir doch was bekommen. Feuerhüterrobe. Die ist natürlich klar. Feuerhüter hat viele Resistenzen gegen Gift, Kift, Gelte, Feuer. Die ist ganz nice. Könnte auf dasselbe hinauskommen wie die da. Hier haben wir nichts wirklich bekommen. Da haben wir noch genau Rock des Diakons. Das ist auch nicht schlecht. Aber mehr für einen Magier. Hier haben wir keinen Ring gerade neu bekommen. Was haben wir sonst noch bekommen neu? Das sind ja alles nur unsere Standard-Items. Hier, das haben wir noch bekommen. Reduziert Kälteaufbau, halt Erfrierung. Nice, davon haben wir aber nur ein einziges Stück. Da werde ich das nicht einfach so sinnlos benutzen. Hiervon haben wir jetzt ein paar bekommen. Deaktiviert Vorwürfe bei Feindeskontakt und blockiert bedingt Estus-Regeneration. Okay, wofür benutze ich die? Ach so, klar, das ist für PvP eher und nicht für P... Ja, komm. Ist okay, habe ich mir gerade selbst beantwortet, ich Dödel. Von daher alles safe. Wie gesagt, die Puppe brauchten wir zum Passieren. Hier haben wir nichts. Schwert haben wir auch nichts neu uns geholt. Das Schild haben wir... Ah, warte mal, wir hatten noch hier ein Schild. Schild des Verlangens, oder? War es das? Oh, nee, es war das hier. Antifluch Großschild. 125, braucht Stärke, aber ganz schön viel. Dann ein Lippchen. Und wiegt wie viel? 17. Ey, danach kann ich nur noch gehen. Nicht mal mehr rennen wahrscheinlich. Von daher würde das auch nichts bringen. Dann lasstet uns mal schauen. Ey, das Schild ist einfach bis jetzt immer noch das Beste. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich komme damit super zurecht. Ja, es ist leicht. Es hält viel aus, wenn du es aufwertest. Es ist cool. Tja, Leute, dann beende ich erstmal die Folge. So, wie gesagt, bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Gebt mir ein Abo, gebt mir einen Daumen, gebt mir irgendetwas. Hauptsache, es ist was schön Erfreuliches für mich. Denn dann weiß ich, dass euch die Videos gefallen und ich weitermachen soll. Und das würde mich auch sehr freuen, wenn ich jemandem helfen kann. Wie gesagt, immer schreiben. Ich werde jedem immer antworten. Das habe ich mir fest vorgenommen, dass das immer geschehen wird. Und von daher, macht's einfach und seid gespannt, was euch die nächsten Folgen erwartet. Ich bin's auch. Bis dahin, haut rein.